ist das denn? Komm hier nach dem Rumpf wieder raus. Leute, jetzt hier irgendwann durch. Da ist so ein mega, mega langer Gang. Krass, ey. Ich habe keine Ahnung, wie weit das hier noch reingeht. Das ist doch schon ein bisschen beängstigend hier, ne? Das ist ehrlich, ey. Ich hoffe nur, dass sich einer von denen den Weg gemerkt hat, wo wir wieder rauskommen. Aber das ist... Also ich habe noch nie so einen großen Bunker erkundet. Das ist jetzt wirklich Premiere für mich und auch Premiere auf diesem Kanal. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in Richtung Atomschutzbunker, Atomwaffenbunker. Chris, wo wollen wir hin? Atomschutzbunker oder Atomschutzbunker? Er sagt gerade von den Russen gebaut, mitten im Nirgendwo. Hier führt halt einfach nur so eine Panzerstraße lang. Mal schauen, was uns da gleich noch erwartet. Ich bin echt mal gespannt, weil so Thema Bunker wäre so der erste richtige Bunker bei mir auf dem Kanal. Haut auch gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr mal so Thema Bunker irgendwie mal ruhig ein bisschen mehr sehen wollt. Wir sind jetzt hier mitten auf irgendeiner Wiese, haben hier einen Eingang gefunden. Wir sind hier gerade, es ist Sonne ballert ordentlich, Jimmy hat sich schon seine Jacke ausgezogen. Wir haben keinen Plan, was uns da drin erwartet. Wie gesagt, Atomschutzbunker. Du hast komischerweise, da hinten ist noch so ein mysteriöser Hügel, da. Hier weiß ich nicht, ob da auch noch ein Eingang bzw. Ausgang ist. Auf jeden Fall werden wir da gleich reingehen und euch dabei mitnehmen. Von daher seid ich gespannt, wie gesagt, Bunker technisch noch nicht wirklich viel bei mir auf dem Kanal gewesen. Ich glaube ein Video. Deswegen unbedingt dranbleiben, Leute. Warte, ich kletter jetzt mit dir. Ich komm. Genau, das wird das, auf. Das wird. Okay. Was ist das hier? Wo ist denn die? Ja. Was ist das denn? Komm hier nach dem Rumpf wieder raus. Alter, was ist das denn hier? Da durch? Ja. Alter Schwede. Leute, jetzt hier irgendwann durch. Da ist so ein mega, mega langer Gang. Krass, ey. Heftig. Gehen wir mal weiter, ne? Ich mal sagen, let's go, ne? Übelst langer Gang. Ich habe keine Ahnung, wie weit das hier noch reingeht. Aber das ist schon, das ist doch schon ein bisschen beängstigend hier, ne? Alter, das hört ja gar nicht mehr auf, Leute. Geht immer noch weiter. Nächste kleine Loch, wo wir durch müssen. Warte, ich gebe einmal ganz kurz erstmal die Kamera. Bist du vorwärts durch? Ja. Das ist ehrlich, ey. Scheiße. Okay, warte, ich übernehme einmal. Also sollte einer von der Kopfschmerzen bekommen, ne? Sofort raus. Bescheid sagen, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gerade mitgekriegt habt. Chris sagte schon, sobald einer Kopfschmerzen bekommt, sofort raus. Weil das dann halt ein Anzeichen ist, dass der Sauerstoffgehalt zu gering ist. Alter, was ist das denn hier? Das ist der Wahnsinn. Hier ist zugeschüttet. Russischer Bunker mal gewesen. Hier haben sie zugeschüttet. Da war mal ein großer Eingang da hinten. Wir machen die andere Richtung. Das Ding ist riesig. Hier auch so ein, ich weiß nicht, Riesenraum. Hier liegt so eine Rettungsdecke. Da hast du überall irgendwelche anderen Räume, die davon abgehen. Ich weiß nicht,
was das ist. Hier werden irgendwelche, ich vermute mal, Anlagen gewesen sein für Sauerstoff oder irgendwie so. Leute, der absolute Wahnsinn. Hier auch. Das Ding ist riesig. Hallo? Ach, Jimmy steht da hinten. Alter Schwede, Jimmy, ey. Ich hoffe nur, dass sich einer von denen den Weg gemerkt hat, wo wir wieder rauskommen. Aber das ist... Also, ich habe noch nie so einen großen Bunker erkundet. Das ist jetzt wirklich Premiere für mich und auch Premiere auf diesem Kanal. Vorne Chris und Flora. Jimmy läuft irgendwo da hinten rum. Es ist von der Atmosphäre her. Das ist schon so ein bisschen beängstigend, ne? Hier hast du auch irgendwelche Leitungen, die hier langlaufen. Sag mal hier, das sieht mir aus nach so einem Maschinenraum irgendwie. Sowas in der Art. Oder vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Heizungsraum oder irgendwie was ist. Nee, hier ist eine Wolle drin. Ich vermute mal, dass das auch hier für Sauerstoffmarkt gewesen ist. Oder halt wirklich ein Heizraum. Aber ist der Wahnsinn. Hier oben siehst du, falls irgendwer Russisch kann, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was das heißt. Alles gut? Wahnsinn. Riesig, ne? Ja, ich bin voll überwältigt. Wir müssen mal wieder rausfinden, ne? Ja, das dachte ich mir auch so. Ich hoffe, dass sich hier irgendwer den Weg gemerkt hat. Ich hoffe es, weil das Ding ist wirklich ordentlich verwinkelt hier. Komm, Chris, Flora. Zieht euch das mal rein. Das geht noch viel weiter da hinten. Leute, ich bin einfach komplett geflasht von dem Ding. Das ist der Wahnsinn. Geht's da weiter? Da ist ein Ausgang. Echt? Ja, aber schwierig durchzukommen. Okay. Ist was reingefallen. Holz, Stämme und so. Ah, okay. Müssen wir mal gucken. Kannst du dir gerne mal angucken. Chris sagt ja, sobald irgendwer Kopfschmerzen oder was kriegt, ne? Müssen wir raus hier. Das ist vielleicht ein Problem, weil ich Ibo genommen habe. Das ist jetzt, gucken wir mal, ob es dem Jimmy nachher schon so gut geht. So, ich gucke jetzt einmal mit euch nochmal. Gehe ich jetzt nochmal in die Richtung. Komplett geisteskrank, das Ding. Da steht da. Der Weg in deinen Untergang. Ah, okay. Hier gibt es also noch einen Ausgang. Ja, haben sie natürlich Baumstämme oben drauf geschmissen. Da kommt man, glaube ich, schwer raus. Also lass es doch wieder den anderen Ausgang nehmen, beziehungsweise Eingang nehmen. Wieder durch Pfützen klettern. Alter, mir ist warm, Leute. Das ist übelst warm hier unten drin. Hier vorne vermute ich auch mal, guckt euch mal die Dicke von der Tür an. Ach, da geht's noch runter. Ich weiß nicht, sieht man was? Das wird aber, denke ich mal, nur ein Versorgungsschacht sein. Vermute mal, dass das hier so ein Dekontaminationsraum ist, weil du ja diese ganzen Schleusen hast, dass wirklich im Falle von einem Atomangriff du hier irgendwie definitiv durch die drei Türen hier abgeschottet bist. Und hier vielleicht sogar, weiß ich nicht, hier ist so ein komisches Fenster, dekontaminiert wurdest. War alles halt nur Vermutung, ne? Keine Ahnung. Ich kenne mich halt so, Thema Bunkern, null aus. Das ist halt alles, wie gesagt, komplett Neuland für mich hier. Das erstmal so einen richtig großen Bunker. Nee, gar nicht. Einen kleinen Bunker hatte ich schon mal. Mit Taco damals. Baseline-Fotografie. Aber das war mit dem hier verglichen. Das war ein Witz. Ich hatte hier schon Panik geschoben. Ich habe die anderen Dinger wieder gefunden. Die waren einfach mal weg. Das ist ja, das ist ein Labyrinth, ist das. Deswegen hier alleine rein. Definitiv nicht. Ich sag gerade, ich habe euch gesucht. Ich hatte übelst Schiss, ne? Warum? Weil ich rufe, keiner antwortet. Ihr wart aber weg. Ich habe auf einmal ein Poltern hören, wir haben uns richtig erschrocken. Ey. Ja, Jimmy war es, glaube ich, ne? Ja, ich weiß, wo wir sind. Da ist das Treppenhaus, da versuchen wir dann wieder rauszukommen. Da ist aber so ein riesen Baumstumpf vor. Habt ihr schon versucht, den wegzutun? Jimmy hat es. Dann schüttet uns das zu, da, ich weiß es nicht. Das war doch nur ein Baumstumpf, den hat doch da einer nur so hingetan, oder? Da kann man doch easy rauskrabbeln. Müssen wir mal gucken. Ich frage mich echt, wo die Leute hier geschlafen haben. Du kannst doch einmal nach unten klettern, ne? Was ist da? Weiß ich nicht. Das hinter der Tür. Oder da haben sie geschlafen. Ja, als ob die
Ja, damit das Volk sicher ist, ganz nach unten. Also hier hinter der Tür. Da hinten hinter dieser. Ja, ich weiß wo. Ich hab das schon. Flo hatte das auch schon gesehen. Dann folgen wir mal den Bein ins Verderben. Mal schauen, ob wir hier noch lebendig wieder rauskommen. Wir versuchen jetzt einmal den zweiten Eingang, Schrägstrich Ausgang zu benutzen. Gucken wir jetzt mal, ob wir den Baumstuben davor wegkriegen und daran halt einfach ganz easy peasy rauskommen. Der Weg in den Untergang. Ja. Werdet ihr das erstmal allein versuchen, ne? Ja. Haben wir nichts gegen. Du machst das schon, Chris. Rutscht hier voll weg, ja, ne? Und weg ist er. Keine Chance. Okay. Der ist so schwer. Da müssen wir den selben Weg zu. Von außen hättest du den bestimmt abmachen können. So, Chris hat es gerade probiert. Das Ding kriegst du halt einfach nicht weg. Er sagte, von außen hätte es bestimmt ganz gut funktioniert. Aber ja, jetzt heißt es für uns, denselben Weg wieder zurückgehen. Das ist so wie Treibsand, ne? Ja, wie Treibsand. Du bist richtig am Runterrutschen. Einrutschen. Wahrscheinlich einfach wirklich komplett mal einfach zugeschüttet worden. Von der Stadt oder von, weiß ich nicht, privaten Besitzer. Dass hier keiner reinkrabbelt. Und dann kamst du. Und dann kam ich. Und hat hier alles ausgebuddelt. Nein, haben wir natürlich nicht. Wir haben einen anderen Eingang gefunden. Ups. Und jetzt heißt es wieder krabbeln. Das ist auch ganz ekelhaft hier. Hier sind unsichtbar. Das ist wirklich Diesel. Ja, ne? Das und Wasser. Eine Mischung aus Diesel und Wasser. Ja. Steht ja auch extremst. Ja, so eine Altöl, ne? Hier, ja, wahrscheinlich Heizungsräume hier gewesen. Willst du vorgehen? Mhm. Geh ich wieder, ich bin die Obhut, ich gehe zum Schluss rein. Beziehungsweise raus. Leute, bisschen behind the scenes Material. So entstehen die Thumbnails von einem guten Clean Mind. Aber pssst, nicht weiter erzählen. Leute, jetzt wird's interessant. Rauskrabbeln. Alter. Ah, das ist so. Ekelig, pekelig. Alter Schwede. Oh, hier ist ein Rohr, ey. Fast Kopf noch gestoßen, ey. Alter. Leute, einmal den langen, dunklen Gang wieder weiter. Das kleine Loch durch. Ich gebe Flora jetzt einmal wieder meinen Rucksack. Achtung, einmal Rucksack. Jetzt wieder einmal da durch, Leute. Alter. Was hat er? Ah. Jetzt hier. Da noch hoch, Leute. Und dann sind wir wieder draußen. Alter. Boah, leck mich fett, ey. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, raus ging besser, ne? Leute, was machen wir hier? Was machen wir hier? Bin ich jetzt hier? Komm ich jetzt raus? Überlebt. Das ist ein Junge. Zwillinge. Alter. Don't try this at home, Leute. Jo Leute, mir ist erstmal aufgefallen, ich sitze ja hier gerade im Videoschnitt oder beziehungsweise ist mir im Videoschnitt aufgefallen, ich habe gar keine Verabschiedung gefilmt. Richtig Profi-like, jetzt sitze ich hier mit meinem Handy im Auto, sind schon ein paar Wochen vergangen, wo wir bei dem Spot waren und ja, drehe hier die Verabschiedung für euch. Ist mir irgendwie noch nie passiert. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, sollte euch so eine Bunker-Action oder irgendwie sowas gefallen, lasst gerne ein Like da. Haut auch gerne was in die Kommentare rein. Ja, und da, dass ich ja irgendwie nicht wirklich so einen Vergleich... Ja, doch, damals, das mit Taco. Genau, ploppt so ein ähnliches Video hier auf mit dem guten Taco. Und in Baseline-Fotografie haben wir auch einen kleinen Bunker damals erkundet. Zieht euch gerne rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Reingehauen. Bis dann. Ciao.